So, und jetzt müsste es laufen, wie ich immer so schön sage. Ja. Jetzt hoffen wir mal, dass das nicht wieder abreißt. Und das Thema ist schlichtweg ein großes Vergelt's Gott für alle, die jetzt hier mitgeholfen haben, dass ich den neuen Computer habe. Der alte hat sehr lange gehalten. Und es ist für mich, ich habe überlegt, schreibe ich euch einzeln was? Und das ist wieder meine Lehre, weil ich kann mich ja bloß bei denen bedanken, der mich auch ausdenkt. Das muss man verstanden haben, diese größere Familie, dass hier zwei Sachen gibt, so wie im Weltlichen, unten eine Familie ist, ist auch oben eine Familie. Und das merkt man dann und da hat man, ist man Einzelteil wie von einem Körper. Ich mache das immer gerne mit Religionen. Dass wenn wir Religionen nehmen, dass Religionen letzten Endes sind wie Sinnesorgane, Einheiten von einer größeren Ganzheit. In unserem Körper haben wir Sinnesorgane, das sind Spezialisierungen, das habt ihr, ich weiß ihr. Und jetzt kommt schon mal wieder diese Formulierung in Bezug auf Geistesfunken, ich spreche immer bloß mit einem Einzigen. Und alles, was du für deine Nächsten tust, machst du für dich selber, im Positiven wie im Negativen. Aber, das ist jetzt eine einseitige Aussage, es kann auch sein, dass das sehr trügerisch ist, wenn du meinst, du müsstest an der KI helfen. Das heißt, man muss erst einmal eine feine Antenne dafür kriegen, ob wer KI ist oder keine KI ist. Du gehst immer auf eine Nummer sicher, wenn du prinzipiell bist. Aber es ist meistens Ballen vor die Säue schmeißen. Das sind diese biblischen Sätze. Und was KI oder nicht KI ist, das beginnt mit der Selbstinteresse. Wo ich immer wieder diese Beispiele bringe, wenn ich jetzt hier Ohrenbadungen nehme, Elementarsätze hört jeder zu. Und versteht es auch. Ich muss die nicht bei euch, ich sage jetzt besser bei dir, muss ich es nicht nochmal wiederholen. Es sind viele, die interessiert mehr das, andere interessiert mehr das. Wenn ich jetzt zum Beispiel spontan, fällt mir jetzt ein, dieses Gespräch zwischen Ardo und Amaretto. Die sind sehr, sehr interessiert und alles, was der Amaretto erzählt, ist diese größere Ich-Bin-Ebene oder Ich-UB-Ebene. Die kann man erfahren. Trügerisch sage ich immer wieder, ist es nur, und das sage ich jetzt nicht, dass das unbedingt bei dem ausgedachten Amaretto ist, wenn man mit Holofeeling die Hybris aufbläht. Ja. Das heißt, du wirst immer weniger werden. Ja. Das heißt, ja, du spitzt eine Bröselrolle, die du nicht ändern kannst, so wie ein träumender Geist letzten Endes träumt und das träumt, was er träumen muss, aber immer mehr mit der Gewissheit, dass du in einem Traum bist. Und ja, es geht ja niemals um die Personen und dann doch wieder, weil das eine Kategorie 2 ist. Es geht um ihn, der es erlebt. Und dann ist es so wichtig, dass du begreifst, jetzt in dem Moment, wo du den Udo dir ausdenkst, ich wiederhole jetzt nicht mit dem Pixelmännchen, mit dem Lautsprecher, mit einer Helga, die jetzt da noch mit auf dem Bildschirm ist. Wir sind alle Werkzeuge von mir. Und wenn ich jetzt als ich rede, meine ich mit Sicherheit nicht das Pixelmännchen oder den Udo, den du dir jetzt denkst. Ich rede nämlich prinzipiell nie mit Gedanken. Auf der unteren Ebene, selbstverständlich, hat es den Eindruck, macht es den Eindruck, dass ich mich mit einem Gegenüber unterhalten tue. Und wenn man sich jetzt in die Holo-Arithmetik reinsetzt oder in die Hologrammatik, wird man Wunder über Wunder erleben, die man Leute zeigt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich rede jetzt normal von Brösel zu Brösel, wenn ich ein Physiker diese ganzen Naturkonstanten zeige in der Physik, es geht hier so um unendlich viel Wissen. Und selbst wenn du jetzt die Ohrenbarungen studierst, die Wunder liegen im Detail. Wie viel Zeit investiert man hier, wenn ich was anschaue? Und ich schalte jetzt mal ganz kurz, wir machen jetzt mal bloß eine Zahlenebene. Ich kann dir jetzt hier zum Beispiel diese 16 Perspektiven, wo angesprochen sind. Da haben einige damit gespielt, was das alles sein kann. Und ich habe gesagt, diese 16 Perspektiven, die hast du prinzipiell immer. Die stecken hier schon rudimentär in diesen Tetraeder. Ja. Ja. Wenn du den genauer anschaust, dann haben wir zuerst einmal hier 2x4 Seiten, 4x4 ist 8. Und jetzt ist bei der Tasse, bei dem Tassenbeispiel, wo ich ja schon einmal zumindest oberflächlich erklärt habe, wir können jetzt um das Ding rumgehen, wir können uns 8 Seiten anschauen. Wir können aber auch uns reinsetzen, wenn das kleine Männchen, wo jetzt da der Kopf zwar nur in dem oberkleinen Dreieck drin ist, wenn wir den genau in die Mitte reinsetzen, dann hast du von innen nämlich nochmal 8 Seiten. Ja. Und das gehe ich jetzt aber nicht durch. Ich habe das schon einmal kurz gesagt, das können wir noch wesentlich mehr präzisieren in der Aufnahme. Und die Kleinigkeiten sind dasselbe wie mit der Brille. Das heißt, die 8 Seiten, ich muss es fast doch kurz ansprechen, weil das sehr wichtig ist. Das gilt für alles. Diese ersten 16 Seiten sind unheimlich wichtig. Ich nehme mal kurz hier meine Tasse nochmal.
dass man die sieht. Jetzt weiß ich nicht von der Helligkeit. Ja, doch. Ja, vielleicht ein bisschen besser. Ja, ist besser. Es ist immer wieder die erste Ebene. Wir sagen immer ganz einfach, die Tasse hat keinen Henkel und die hat einen Henkel. Das ist so, wie wenn ich jetzt hier mir Erdkugel ausdenke und sage, die ist hell und dunkel. Ja. Was ich aber hier unterschlage, du bist das Licht. Du bist das Licht. Und wenn du die Erde anschaust und du wärst jetzt die Sonne, dann strahlst du diese Erdkugel an und dann ist es wichtig, da gibt es keinen dahinter. Es gibt nur die Fläche, die du siehst und dann siehst du einen rot, einen hellen Kreis. Das wäre jetzt die Erdkugel, nicht halb hell und halb schwarz, sondern das Finstere ist drumherum. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt die Tasse siehst, hast du eigentlich schon zwei Seiten, weil du die Tasse hast und was drumherum. Ja. Wenn wir die jetzt unendlich groß machen würden, und die wären nur weiß, dann würdest du gar nichts sehen, weil kein Unterschied da ist. Aha. Der Unterschied steht immer im Hintergrund. Das ignorieren wir jetzt einmal. Merkst du, ich war wieder etwas genauer. Aha. Wir sagen jetzt, die erste Ebene ist, ich bleibe am Internet. Das ist sehr wichtig, was jetzt so theoretisch klingt, ist extrem wichtig für deinen Alltag, wenn du das installiert hast. Mhm. Es wird eine Riesenfreiheit geben, dass ich jetzt sage, das Internet, sobald du an das Internet denkst, existiert ein Internet und dieses Internet, das existiert zu einem existierenden Internet, gehört ein nicht existierendes Internet. Ja. Ja. Das ist ungefähr, um dir das klar zu machen. Wir sagen immer wieder, unsere Nulllinie ist eigentlich El Hayom. Genau genommen ist es nur ein Punkt, aber wir spannen den Punkt jetzt einmal auf. Und sobald jetzt ein Wasserberg auftaucht, existiert etwas, was kein Wasser ist. Das ist das Wellendal, das ist Nicht-Existenz von Wasser. Ja. Einfach Berg- und Dal-Metapher, die ist so tief. Und jetzt, da mir das ja immer wieder in die Zeit, denk an das Brillenbeispiel, wo ich sage, entweder hast du die auf oder die hast du nicht auf. Und immer die Seite, die jetzt nicht da ist, wenn du die Brille jetzt auf hast, sagst du, ich habe sie vorher nicht aufgehabt. Und jetzt können wir dasselbe machen, dass du sagst, das Internet hat nicht existiert bis 1990. Und ab 1990 existiert es. Du setzt aber wieder einen Anfang, wo es nicht existiert hat und wo es existiert. Richtig. Aber denk immer dran, um etwas zu verneinen, dass wir sagen, vor 1990 hat es nicht existiert. In dem Moment denken wir an das Internet. Das dann, es gibt keinen Gott. Ja. In dem Moment ist schon einer da, weil ich an einen Gott denke, von dem ich behaupte, dass es das nicht gibt. Ja. Das ist erst die erste Stufe. Darum habe ich bei dem Brillenbeispiel habe ich diese erste Stufe weglassen. Mhm. Das sage ich nämlich, entweder wenn du an die Brille denkst, hast du die auf oder du hast die nicht auf. Das ist die Stufe 2. Erst musst du an der Brille denken, dann existiert die oder die existiert nicht. Ja. Und diese existierende Brille, diese eine Seite hat dann, du hast sie auf oder du hast sie nicht auf. Okay, wieso ich jetzt das Ganze erzähle? Weil das jetzt sehr interessant wird in Bezug auf den Tetraederspiegel. Wir wissen die zwei Seiten. Das ist jetzt plus plus, minus minus, minus plus, minus plus. Das war das erste. Und dann habe ich gesagt, jetzt können wir die noch auf den Kopf stellen, spiegeln. Dann haben wir nochmal diese vier, das sind 8 Seiten. Und diese 8 Seiten können wir nochmal spiegeln, nämlich, dass ich entweder von innen nach außen schaue oder von außen nach innen. Ja. Das hat man jetzt bei dem Tetraederspiegel, haben wir dasselbe Beispiel, wenn wir den jetzt anschauen. Das Männchen kann von innen die Seiten von innen anschauen oder es denkt sich aus sich selbst heraus als eine Figur. Das ist übrigens in dem Moment der Fall, wo du vorm Spiegel stehst und du meinst, du bist der formgewordene Mensch vorm Spiegel. Nein, du bist der Reihe. Ja, du bist dieser nicht denkbare Schöpferkopf. Ja, genau. Das, was ich jetzt sagen, ist eine Innenperspektive und eine Außenperspektive. Aber diese Innen- und Außenperspektive, das ist jetzt interessant, haben wir auch bei unserem Brillenbeispiel, da sind wir ja auch durchgegangen, weil wenn es eine VR-Brille ist, kannst du sagen, es kommt von außen oder du machst es von innen mit dem Gehirn auf diese zwei kleinen Monitore. Kommt da was von außen und ich schaue mir das an, was von außen kommt, oder denke ich mir das, da kann man genau dieselben 16 Seiten durchgehen. Was jetzt hier wichtig ist beim Internet, das waren jetzt erst 4 Seiten. Die 8 sind dann gespiegelt und jetzt kommen das, was wir jetzt durchgespielt haben. Ist eigentlich, solange du an dein Internet denkst, denkst du an ein Außernet. Ja. Ja. Das heißt, diese Seiten sind eigentlich Außernet. Ja. Ob ich jetzt
die das ich von innen oder von außen sehe, ist das erst einmal die Außen, das Außen nicht, und wenn ich es von innen sehe, ist es innen nicht, und bei der Brille haben wir dasselbe Spiel. Genau. Glaube ich, dass die von außen die Strahlen reinkommen, oder glaube ich, dass das nur kleine Lämpchen sind wie bei einer VR-Brille und ich das von innen ansteuere? Ja. Ja. Gut. Das gilt wirklich für alles, was du siehst. Das heißt, du hast erst einmal diese 16 Perspektiven immer gleichzeitig da. Ja. Und jetzt ist es, dass die aber immer auf einen Unterschied aufbauen. Du siehst immer bloß eine. Das musst du dir bewusst machen. Ja. Solange du nicht Chatdecken machst, wenn das installiert ist, fällt ein unendlicher Ballast von Informationen weg, weil du nur noch in Chat denkst. Ja, verstehe. Ja. Du musst dir zuerst einmal bewusst machen, wie du immer wieder einseitig wirst. Ja. Das heißt, wie hartnäckig das ist, wenn wir jetzt philosophieren. Das Kleinigkeiten. Ich schalte jetzt hier mal ganz kurz. Ich tue mal meinen Bildschirm da an und dann schalte ich ganz kurz. Das war hier so, ich glaube, in Holger habe ich das gezeigt. Ich habe das ansatzweise versucht, ihn zu erklären. Ich lasse jetzt da die Seite extra dran. Und zwar geht es mir speziell um diese 1331. Ja. Was du jetzt hier genauer anschaust. Ich lese das einfach einmal. Es geht um dich. Alles, was ich dir erkläre als Udo in deinem Traum, jetzt als Stimme, als Pixelmännchen, egal wie auch immer. Alles, was ich dir erkläre, ich muss fast dann, warte mal schnell. Ich muss den Bildschirm nochmal da, wo habe ich jetzt die, dass ich das merke. Naja, gib mir mal immer wieder ein Laut, nicht, dass der mir nicht ins Leere. Das sind die Probleme, jetzt passt, jetzt sehe ich dich. Ja, ja. Das ist halt die Schwierigkeit, wo man auf der Unterwelt hat in der Kommunikation, dass hier diese Unbestlichkeiten, dass das Internet nicht funktioniert oder der Computer nicht funktioniert. Ja. Ich erspare euch jetzt hier mit dem Computer, der jetzt super läuft, was ich die letzten als Udo in dem Udo-Leben nochmal gesehen, was das für eine Odyssee war. Ja. Das ist schon losgegangen mit der Heiko-Bestellung, wo sich das hier hingezogen hat mit lauter Fehler, wo ich gesagt habe, die sollen dann behalten. Jetzt habe ich selber einen geholt. Der ist nach einem Tag nach der Installation absolut komplett abgestürzt, dass ich ihn zurückbringen musste. Dann ist ein neues, wir haben jetzt dort ein komplett neues Betriebssystem aufgespielt worden. Was soll uns das sagen? 2020 ist ein Riesenumbruch. Ich schmunzel dann immer, weil nichts verkehrt läuft. Es ist immer die um mich rum, kriegen das dann mit. Und dann machst du einfach das, was man zu machen hat, und man ist einverstanden. Ja. Und du kannst dich immer fragen, was soll mir das sagen? Und immer dran denken, wenn du in der Kategorie 3 denkst, dann sind die Fragen schon beantwortet. Zuerst einmal, dass du lernst, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Es ist nichts für die Ewigkeit, auch kein Körper. Ja. Da kann ich tausendmal sagen, wo ist der Säugling, der du angeblich einmal warst, der jetzt übrigens da ist als ein Gedanke von dir. Ja. Du musst irgendwann einmal aufhören, dich mit einem Gedanken von dir zu verwechseln. Du musst das tun, was ich mache. Ich arbeite für den, der mich jetzt ausdenkt. Den Udo. Jetzt habe ich als Udo gesprochen. Der denkt sich auch die Helga aus. Ja. Aber Udo und Helga sind jetzt erst einmal Gedanken. Was viel wichtiger ist, ist der, der du jetzt zu sein glaubst. Du kannst jetzt als der du zu sein glaubst, allein vom Computer sitzen. Oder du kannst zu zweit mit einem Partner vor dem Computer sitzen. Dann denkst du dich genauso wie den anderen aus. Du musst dich erheben auf diese höhere Ebene, und die wird dir hier erklärt. Und da schauen wir jetzt ganz kurz einmal rein. Es ist deine Geschichte. Im Namen eines bewussten Gotteskindes ist JHWH das Symbolzahl für den Namen JHWH 26. Wissen wir ja alles. Aber jetzt lasst euch einmal, mach Kleinigkeiten hier. Die Geburt der Vielheit in Jahwe wird von der 26. Primzahl, das ist die 97, Geburt von Vielheit ausgedrückt. Die 26. Primzahl ist die 97. Wir wissen, Geburt von Vielheit. Ja. Jahwe ist gleich dieser Jesus, 888, ist das 97. Palindrom. Ja. Palindrome, könnt ihr nachlesen. Jetzt ist es, wenn wir hier Jahwe El Hayom, das ist übrigens das immer, wo es meistens heißt in der Bibel, El Hayom Jahwe oder Jahwe El Hayom, das übersetzt Luther mit Gott der Herr. Er setzt Jahwe als den Herrn und El Hayom setzt er als Gott. Das ist aber hier eigentlich das blaue Ich, das ist der Adam, das habe ich euch auch erklärt. Der beginnt im zweiten Vers, ist alles, beginnt immer diese Floskel, im ersten Vers ist nur El Hayom da, bis der Adam entsteht. Ja.
Jetzt, wenn ich 6,80 und 6,20 den Gesamtwert mache, kriege ich 112. Das ist übrigens in einem gewissen Maß, kann ich 112, kann ich schon ein, aber ich will nicht zu tief reingehen. Das 12. Palindrom ist 1331. Und das ist jetzt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Wert, wenn wir nämlich jetzt da hebräische Zeichen einsetzen in der Reihenfolge und wir lesen das von rechts nach links, dann steht hier zum einen Aleph Lamed, Lamed Aleph. Und da steht jetzt Allah. Ja. Das ist Allah. Allah, ja. Das ist einmal ganz, diese Einheit ist unheimlich wichtig. Eine Liebe hat zweimal den Wert 13, 13. Die Liebe ist 13, wissen wir ja alles, und das ist 13. Ja. Wenn wir das zusammenzählen, kriegen wir die 26. Das ist diese eine Liebe, das ist nämlich ich und du sind eins. Das ist ganz wichtig. Ich sage immer, wie ich dick. Ja. Wie JCH, und das ist der mittelste, wenn man das richtig setzt. Ja. Der im Mittelpunkt. Ja. Den ich erzählt, das ist der, der in der Mitte ist. In der Mitte ich ist, sag, ja. Ob es schon die absolute Mitte ist, ist eine andere Frage, aber zumindest die Mitte deiner Welt. Ja. Das ist in einfachen Worten gesagt, wenn du ein träumender Geist bist, alles, was du zu sehen, zu erleben bekommst, wird es ohne dich nicht geben. So ist es, ja. Und du musst irgendwann einmal begreifen, dass die Figuren, die Kisten, wie ich das nenne, in deinem Traum, die sind so, wie du sie dir ausdenkst. Und das sind viele, wo du sagst, ich weiß ja nicht, wie die sind. Da beobachte das einfach. Ja. Dann wirst du die Geistlosigkeit erkennen. Ja. Das ist, ich wiederhole nochmal, mach ein kleines Experiment. Ich rede jetzt zu dir als Brösel. Du gehst ganz normal durch die Stadt zum Einkaufen, wie du läufst, mit einem neutralen Gesicht. Und ohne das bemerkbar zu machen, achte mal auf die Leute, die an dir im Fußgängerweg vorbeilaufen. Die sind genauso neutral wie du. Du schaust vor dich hin, du denkst mir, dir, was muss ich noch alles einkaufen? Und viele, wenn das keine Bekannte sind, da sieht es anders aus. Die Fremden, die jetzt dir begegnen und an dir vorbeilaufen, die laufen genauso neutral an dir vorbei, wie du an denen vorbeiläufst. Ja. Und dann mach dir mal wirklich die Mühe, dass du merkst, das sind Spiegelbilder von dir, dass du ganz bewusst, wenn einer so 5-6 Meter vor dir noch ist oder 10 Meter vor dir ist, dann schau ihn ganz bewusst ins Gesicht und lächel ihn an. Nur ein kleines bisschen. Und du wirst, wenn du das jetzt beobachtest, zeitverzögert, als wenn er, obwohl er dich gar nicht anschaut, sieht, dass du ihn anschaust, wird er dir den Blick zuwenden und wird zurücklächeln. Ja, 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 das macht nicht alle. Wenn du in einen Spiegel hineinlächelst, lächelt er zurück. Wenn das bei alle wäre, wäre das einseitig. Wir brauchen zur Vollkommenheit eine zweite Seite, das sind Leute, und da musst du jetzt genau hinschauen, wenn du die anlächelst, dann wirst du an der Physiognomie, an der Mikromimik das Gesicht erkennen, dass die merken, dass sie von dir angeschaut werden. Mhm. Und dann machen die zu. Dann schauen viele noch wieder ein bisschen enger oder schauen sogar nach unten, so nach dem Motto, schau mich nicht an. Ja. Das sind KIs. Ja, gut. Dasselbe Spiel hast du, wenn du jetzt ein gutes Videospiel hast, zum Beispiel GTA, wo du durch eine riesen Großstadt läufst, wo Leute an dir vorbeilaufen, die reagieren an dich überhaupt nicht. Und dann geh mal einen im Weg, lauf einfach so, dass du dich denen im Weg stehst, und das sind jetzt wirklich nur KIs. Und dann wirst du feststellen, dass die mürrisch sind, die sind so programmiert, das sind sehr einfache KIs, wenn du die anrempelst, dann streien sie auf und fangen zum Streiten an. Natürlich sehr einfach, weil da ja tausende von Menschen rumlaufen in diesem Videospiel. Und wenn du jetzt eine Waffe ziehst zum Beispiel, dann sind sie total entsetzt und laufen schreiend davon. Ja. Und ich sage immer wieder, das machen aber bloß die Massen, die rumlaufen. Du solltest die Waffe nicht ziehen, wenn ein Polizist in der Gegend ist, weil der registriert ist, und es ist ein wesentlich komplexer programmierte KI. Aber es bleibt eine KI, ich sage immer Cleverbot. Ja. Und das ist das Spiel, den Traum erlebt wirklich nur der träumt. Und du musst jetzt erst einmal ausfindig machen, wer ist eigentlich im Hintergrund Geist? Hieß in der Maske ein Geist oder bloß eine KI? Das habe ich so oft angesprochen. Und das Erste, wo du merkst, ob es ein Geist oder kein Geist ist, und es ist jetzt gleichgültig, ob das in deinem Traum irgendwelche Verwandte, die Kinder sind, die Eltern sind, es spielt keine Rolle. Ich kann nur sagen, die größten Feinde, die du hast, sind deine Hausgenossen. Ja, das ist so. Ich sage aber nicht, dass du in irgendeiner Art und Weise hier böse zu denen sein sollst oder die ignorieren sollst. Du spielst als Brösel deine normale familiäre Verpflichtung weiter, wenn du das schaffst.
Es war bloß sehr anstrengend, es ist eine große Prüfung. Solltest du in so einer Familie sein, nee, die das nichts von Holophilie wissen will, dann musst du ihm den Mund halten. Ja, so ist es. Du klopfst ganz einfach an und wenn du merkst, dass das KI sind, das sind wie die, die glotzen, wenn du sie anlächelst. Ja. Feeling ist ein riesengroßes Geschenk eines göttlichen Lächels. Und der, der den Gott in sich verspürt, im klassischen Sinn, wenn ich sage Namaste, ich grüße den Gott in dir, der auch in mir ist. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Ja. Ich denke dich jetzt wesentlich bewusster aus, wie du dich selber ausdenkst. Ausgedachte sind immer Brösel. Die werden da nie was verstehen und die sind immer frei zu sprechen. Ich nehme alle Schuld auf mich. Das ist das, was man verstehen muss. Ja. Und halte dich an das, was wirklich hundertprozentig sicher ist. Und das ist so unendlich einfach. Hundertprozentig sicher, dass jeder Gedanke, den du denkst, durch den nächsten zerstört wird. Du musst nur das zweite Gebot halten. Du weißt, wie viele tausende Male ich das jetzt natürlich zurückgeblättert in deinem Leben, wie oft du das schon vom Udo gehört hast. Okay, das ist jetzt diese eine Liebe. Wir machen da ganz kurz weiter, schau. Und jetzt ist es interessant, diese ist 11 hoch 3. Und dann kannst du jetzt hier ganz klar schon sehen, 11 ist als 1, 10 gelesen, von rechts nach links. Heißt I, AI. Und das heißt ja nichts, zuerst einmal nichts. Nichts, ja. Dann heißt es natürlich auch hier, wo, und dann haben wir das doppelt aufgespannte O, von dem ich immer wieder rede. Das ist die nächste Stufe. Und das ist hoch, die Reihe heißt vier Spiegel. Ja, ja, ja. Das ist jetzt hier rot geschrieben, das hängst du eigentlich drin. Wir können natürlich auch das blau machen und DR lesen, hoch, das ist dieses Nichts. Und da wird hochgehoben eine geöffnete Berechnung, wenn wir das blau machen. Das ist unsere Generation. Und 7010 heißt ein Joch. Mhm, ja. Jetzt musst du dich fragen, wieder besseren Wissens, wie intensiv schaust du dir das mit Rot-Blau-Lesung an? Mhm. Das hat nichts zu tun, dass du ein besserer oder schlechterer Geist wirst, aber du wirst merken, dass diese unendliche Verschwendung an die Welt mit der Reife, mit dem Alter, du dich immer mehr löst. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt den Udo nehme, dass mich der Computer selber als Ding an sich gar nicht interessiert mehr. Mhm. Ich bin da so losgelöst, das ist nur Arbeit. Es war jetzt viel Arbeit zum Einrichten, aber ich will ja euch einiges noch geben. Und da braucht man halt auf der unteren Ebene zu kommunizieren, wie das Skype oder Telefon oder wenn ich was darstellen will, dass ich euch das Anschauliche rüberbringen will. Ich habe vor, hier nochmal einige Videos zu machen. Was ich nicht mehr mache, ich werde nichts mehr schreiben. Ja, ja. Weil es ist wirklich alles geschrieben. Es ist viel wichtiger, dass man hier zum Beispiel in einem Video das anschaut, was schon geschrieben ist, auch die einfachen. Und wie viel da eigentlich drin steckt. Ja. Dass wenn ich jetzt hier weitergehe, die Würfel, ich mache nur oberflächlich, sind 3 mal 11 Kantenlängen. Mhm. Okay, jetzt haben wir hier 11, 11, 11, sind 3 Nichtse. Das sind die 3 Roten. Das ist UB, JCH, ICH, Rot. Ja. Weil alle 3 letztendlich nichts sind. Und dann kommst du hier zu L und Le. Das ist das, die sich auseinanderschmeißen, ohne dass sie sich auseinanderschmeißen können. Ja. Immer dran denken, wir können aus der Gnede auch einen Würfel und eine Kugel machen, aber wir können nicht aus 200 Gramm rote Gnede einen selektierten Würfel und eine Kugel gleichzeitig machen. Die müssen sich berühren. Ja. Weil es gibt ja keine räumliche Trennung in den einen großen roten Kopf. Man kann in dem Kopf was auseinanderdenken. Ja. Das ist die eine Seite. Ihr wisst, wenn ich immer meine Hände, Zürich, Wien, mein Beispiel. Aber es ist trotzdem in einem Kopf. Immer, ja. Egal, wo du dir das hindenkst, räumlich wie zeitlich. Und zwar hier und jetzt. Ja. Okay, und das ist das erste 3-Doppelpalindrom. So nennen wir das, Doppelzorn. Weil hier 13, 31 gespiegelt sind. Palindrome sind also Spiegelungen. Ja. Gut. Das Leben, G, 18. ist 666 im Mittelpunkt. Das ist die rote 666. Das ist dieser Bettschaft, der dich betschiert. Ja. Könnte ich jetzt auf unser ersten Fliegenstall-Vortrag hinweisen, wo ich da in die Dora reingehe und die Radixen zeige mit diese Grundsachen. Dieses Wölfes ist eigentlich eine Ich bin 666, auch eine lebendige 666. Ja. Und jetzt passt auf, jetzt springen wir doch mal wieder runter. Ich habe jetzt nur diese Zahl, wo das dann noch vorkommt.
Das ist jetzt zum Beispiel eine schöne Stelle, wo es nochmal ist. Das ist jetzt ein Vers, 1 Mose 17, 5. Man kann das immer, wenn man das eingibt, mit einem guten Programm. Da will ich jetzt aber nicht, sonst wird es zu aufwendig. Da hängt es auch mit drin, das 31. Zeichen. Ich suche eine ganz bestimmte Stelle, das ist das hier. Die Würfel habe ich schon mal reingestellt. Ja. Wenn man sich das anschaut, da haben wir wieder dasselbe Prinzip. Das ist eine ganz, ganz heiße arithmetische Gleichung. Da müssen wir dann nochmal weiter reinspringen. Wir haben jetzt hier das 112. Palindrom. Das war ja das, was eben gesagt ist. Da ist ein Eckstein. Wenn Ja. man hier diesen 11 mal 11 mal 11 Würfel aufbaut und Ja. man setzt hier 6 mal 6er, das ist 6, wenn man das genauer anschaut. Ja. Und jetzt fahre ich da mal wen runter, kleinen Moment. Das meine ich auch nicht. Ich muss noch mal ein Stück runter, wo der kommt. So viel Zeit müssen wir uns nehmen. Naja. Einen Moment. Die Stelle ist zum Beispiel sehr gut. Da muss ich jetzt ganz eine auch nochmal diese 1331. Der 1331. Vers in der Tora, das ist Genesis 44,6, besteht aus 26 Zeichen, das ist Jahwe. Ja. Wir wissen mittlerweile, die 44 ist der Wert vom Illet. Das ist das Kind. Da war jetzt übrigens in unserem Chat ein paar Mal das Wort Solipsismus auf Hebräisch drin stand. Das hat übrigens auch den Wert 44. Mein Geburtsjahr ja auch. Wenn du das siehst und dieses Kind blau gelesen wird aufgespannt. Ja. Ich sage immer wieder, das Gotteskind ist der Adam. Der entsteht ja im 6. Vers und besteht aus 26 Zeichen. Und das heißt jetzt hier in dem Vers, und ich springe jetzt mal ganz kurz in den Tenach rein, das ist der Schluss, der nächste Vers ist interessant. Ich hoffe, es langweilt nicht so arg, aber das sind Nein, halt nein, nein, Sachen, nein, das nein. wird sehr, sehr. Nein, nein. Mache jetzt mal die Helga weg, kann ich die wegziehen, die ziehe ich mir da unten hin. Jetzt schau her, das heißt, und er erreichte sie und redete zu ihnen die Worte. Das heißt, ich kann dich nur erreichen, wenn du begreifst, dass ich in dir drin bin. Ja, ist richtig. Ja. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren Ich nehme dich ja auch wahr. Nee, in es ist. deinem Geist. Und jetzt der nächste Vers, die 7. Im ersten Vers ist hier die Teilung. Im 6. Vers passiert die Rakia in zwei Teile. Und Ja. zwar inmitten des Wassers entsteht ein Oberhalb und Unterhalb, wenn man das wörtlich übersetzt, wie es im Hebräischen dasteht. Und jetzt heißt es hier, und sie sprachen zu ihm, warum redet mein Herr solche Worte? Fern sei es von deinen Knechten, eine solche Sache zu tun. Und mir geht es jetzt eigentlich hier um die letzten drei Worte. Das ist nämlich hier wieder eine totale Fehlübersetzung. Das ist jetzt hier das Machen, da ist unser Esse. Seht ihr das? Wenn ich Ja. immer Esse sage, das hier am Ende wird oft zu einem Daf, dieses Waf, Daf ist es He. Das ist die Grundradix da unten, sieht man das? Das Ja. ist die Grundradix des Esse. Das heißt jetzt hier vom Tun, Machen, Handeln, wie das Wort Deba, was natürlich auch die Begebenheit, die Verheißung, der Ausspruch, der Vorfall, auch Best und solche heißt, kommt es Hasa. Und das ist interessant, ich habe schon mal darauf hingewiesen. Dieses Wort heißt ja im Langenscheid, im Allgemeinen, in den Filmen, modernen Wörterbüchern, das vor sich hin fantasieren und der Dachtraum. Ja. Okay? Ja. Hier in den klassischen Hebräisch übersetzen die zuerst immer das mit dies, diese, dieses da. Aber es heißt auch, er spritzte, er sprengte, er spritzte etwas aus sich heraus. Das im Althebräischen ist Hasa die Bezeichnung, dass etwas aus ihm herausspritzt. Kann man noch schöner uns hin fantasieren, unseren Dachtraum von Gedankenwellen beschreiben? Ja, das ist so perfekt, ja. Ja. Ist so.
Es ist nicht perfekt, sondern es ist göttlich. Göttlich, ne? Ja, göttlich, ja. Mit fällt das Wort göttlich ja, besser. So ist es, ja. Muss ich. Und jetzt kommt die Stelle, die ich dir noch zeigen wollte. Da schiebe ich jetzt meine Regel nochmal weg. Da kann ich jetzt zumachen. Und da gehen die Wunder dann eigentlich erst weiter, wenn wir uns das nämlich genauer anschauen. Da bin ich ja oft drauf eingegangen. Das heißt, unsere jetzt auseinandergedachte Würfeleinheit bildet dreidimensional ausgedacht ein Skelett. Das ist jetzt auch interessant. Hier diese Bezeichnung, ein geistiges Skelett wörtlich übersetzt, das in sich selbst aus einer göttlichen Ordnung besteht, nämlich 26 plus Einheit, eine Einheit plus 11. Wie ist das zu verstehen? Die 26 ist Yahweh und die eine Einheit ist Gott. Ja. Das heißt ja auch nichts. Ja. Das ist der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. Ja. Und jetzt habe ich das aber auseinandergebröselt in Einzelteile. Ja. Das ist jetzt ganz einfach. Dieses 11 mal 11 mal 11, nichts mal nichts mal nichts, hoch die Reihe, besteht 8. 8 ist die weibliche 1, ausgedachte Würfel. A5 hoch 3, ja. Das, wenn du ausrechnest, sind es 1000 Einheiten. Ja. Dann 12 verbindende Flächen, die wir hier reinschieben müssen, weil wir ja 6 mal 6 mal auch die 6 mal 6 mal 6 mit drin haben. Ja. 6er Würfel, die dann an den Kanten übereinander sind. Das ist 12 mal 25, sind 300 Einheiten. Und dann haben wir die Zwischenstücke, wo wir hier noch brauchen. Okay, das sind die Zwischenstücke. Das sind 6 mal 5 Einheiten. Mhm. Ja. Okay. Kannst du nachrechnen? Ah, ja. Wenn du jetzt wieder zusammenzählst, kriegst du 26. 26. Eckstein, ja. Und da kriegst du dann den Eckstein, der da drin ist, der rote. Mhm. Und wenn man jetzt meint, es ist Zufall, es geht hier um Divisionen. Jetzt mache ich uns wieder das Bild. Dass ich weiß, dass das viele von euch überfordert, aber das Schöne ist, das musst du nicht wissen. Ja. Das ist in deinem Leben, gehe ich sogar so weit, dass du sagst, du musst dich nicht einmal für die hebräischen Zeichen interessieren. Du kannst doch in dich reinschauen, ob es dich interessiert oder nicht. Und ich will nur, dass du dir bewusst machst, was dich zurzeit mehr interessiert. Das, was immer ist oder das, was vergänglich ist. Ja, das ist so. Solange du dich für Sachen interessierst, die vergänglich sind, lernst du auch. Du lernst die Sinnlosigkeit, irgendwas am Leben erhalten zu wollen, was vergänglich ist. Und alles, was existiert, kannst du zwar wiederholen, bis hin zu deinem eigenen Körper, wenn du immer wieder an dich selbst denkst und dich mit den Gedanken von dir verwechselst. Ich weiß, du hast das tausendmal gehört, aber wenn du ich bist, und das ist das, was ich behaupte, dann bist du ein Beobachter, der genau dieses Spiel in sich beobachtet, egal wer er zu sein glaubt. Und dann kannst du irgendwann so ein Schauspieler werden. Und das sind jetzt so Stufen, wo ich euch versuche klar zu machen. Das vorige Jahr, das ich jetzt mache ich wieder Udo-Leben, dass ich hier das Ganze nur Internet-Ärger hatte. Das ist ein Beispiel, wo ich dann absichtlich noch gesagt habe, wenn das Internet abreißt, ich merke, es dauert 2 Sekunden, dann werde ich glitschnass, kriege ich einen Schweißausbruch. Ich beobachte das und das ist ein Mechanismus. Das Programm läuft extrem hartnäckig. Das ist immer, solange wir jetzt, ich sage wir, solange eine kleine Holofilien-Gruppe von Brüdeln zusammen ist, die von einem einzigen ausgedacht werden, ist es normal, wenn geistreiche Gespräche sind, keine Diskussionen, sondern man versucht, das zu verstehen, was im Hintergrund ist. Da muss jetzt der Udo nicht unbedingt dabei sein. Die Schwierigkeit ist, sobald sich diese Gruppe wieder auflöst und du bist mit normalen Menschen zusammen. Mhm. Selbst in deinem normalen Alltag. Ja. Ich merke das, wenn ich immer an diesem berühmten Stammtisch sitze, da muss nur bei irgendjemandem das Handy klingeln, dann ist der weg vom Fenster. Mm, ja. Und es geht nicht, dass du da irgendwas veränderst dran. Du musst es bloß dir bewusst. Wenn du jetzt diese Rolle spielst und dein Handy klingelt, wir philosophieren, Philosophie ist die Liebe zur Weisheit, dass dich nur noch die Weisheit interessiert. Nicht das vergängliche Wissen. Wissen ist immer vergänglich. Ah, das ist auch so, das ist auch so, ja. Weisheit, das, was ich euch jetzt gezeigt habe, das ist alles Wissen. Das ist ausgedachte, existierende Facetten. Der Witz ist, dass das aber Puzzlestücke sind, die Teile der Weisheit sind.
diesbezüglich ist auch das normale Wissen teil. Egal, was in dir auftaucht, wie ich immer wieder sage, sind Puzzlestückchen von dem Heiligen Ganzen. Mhm. Und das, was ich am Anfang noch erwähnt habe, hier mit Brille existiert oder existiert nicht, oder Internet existiert oder existiert nicht, ist definitiv hier der nicht relevante Parameter vom Kabelstecker. Wir brauchen dieses Nichts eines Vandals, dass überhaupt was entstehen kann. Das Nichts ist immer das, was auf der Datei ist, und da hebst du eine Facette aus der Datei heraus, wenn ich sage, und das, was du siehst, hast du eigentlich aus der Datei gar nicht raufgenommen, weil aus der Datei eigentlich das, was du siehst, gar nicht drin ist. Ja. Das ist schon eine Berechnung, die im Hintergrund ist. Ja. Und ich komme mal zu den 16 Seiten, wo ich gerade gesagt habe, bei der Tasse haben wir eine Innen- und eine Außensicht. Wenn du das jetzt einmal wirklich durchspitzt mit dem Internet, was du feststellen, du kommst nicht ganz hin. Da kann ich zwar auch Innen und Außen sagen, aber wir sind dann erst bei 8 Seiten. Mhm. Was hier der große Unterschied ist, das ist die Tatsache, dass sobald du von dem Internet sprichst, sprichst du von deinem Internet. Mhm. Wenn ich sage, Internet existiert oder existiert nicht, sprichst du nur von deinem Internet. Und sobald du von deinem sprichst, entsteht ein anderes. Ja. Das heißt, es kann ein Internet existieren und das von einem anderen, den du jetzt gar nicht denkst, weil das der nicht existierende Hintergrund zu deinem Internet ist. Ja, es ist immer wieder so. Genauso ist es, wenn du an deine Brille denkst, entsteht im selben Moment andere Brillen. Ja. Das ist auch im Körperlichen, wenn du jetzt an dich denkst, denkst du jetzt erst einmal, ohne jetzt den Körper sich vorzustellen, an dein blaues Ich. Das zwingt dich. Wie oft habt ihr in Vorträgen, ihr, sage ich jetzt, als Brösel, ist ein einziger Geist. Und ich sage nur, schließe mal deine Augen, wenn 200 Mann jetzt ausgedachterweise vor mir sitzen. Die das ja sowieso nicht hören. Es hört nur der eine, der mir zuhört. Aber jetzt kommt, sobald ich sage, schließe mal deine Augen, denkst du, ob du willst oder nicht, an den Körper, der du zu sein glaubst, du machst die Augen zu. Ja. Das ist das blaue Ich, zwingt dich dazu. Und darum erlebst du das Leben des blauen Ichs. Und das gilt für alle. Darum ist es diese Einheit, die über dem schwebt, was ich dir erkläre. Ja. Das sind, und diese ganzen Bröselleben sind wieder wie Einzelteile, wie Sinnesorgane, was Spezielles sind, gibt es eben auch spezielle Interessen. Die trennen wir aber dann auch wieder, eben wieder als reine KI, das sind die Arbeiter, die letztendlich ihr Leben, ihre Aufgabe erfüllen. Und die anderen, die eigentlich hier diese, die das Eis suchen, wie ich das immer nenne. Das macht den Geist aus. Rechthaberei macht den Geist nicht aus. Rechthaberei macht so unendlich hässlich. Ja. Dieses Ich weiß doch. Und dann lebt man in Einseitigkeiten. Und ich kann dann immer nur sagen, wenn du wirklich verstanden hast, wer du bist und was du bist, wirst du dich nie mehr mit der Person verwechseln. Du kannst aber bloß als Person in Erscheinung treten, in deinem eigenen roten Kopf. Mhm. Aber wenn du das machst, bist du alle Personen. Du bist jeder Stein. Das bedeutet ja, das viele. Und jetzt kommt das Schöne halt, das ich immer nur wiederholen kann, das ist kein esoterisches Geschwätz. Ja. Das kannst du überprüfen, sofort ohne Intellekt. Ich bin der Erste. Ja. Das, was der Erste sagt, kann jedes Kind sofort überprüfen. Ich sage immer, meine Elementaraussagen. Du könntest jetzt auch nachzählen, ob das wirklich dann hier das so und so vielste Wort in der Dora ist. Dafür haben wir das Dennach-Programm. Du kannst dich auch hinsetzen und kannst es mit der Hand durchzählen. Aber das macht dich nicht schön, wenn du das weißt. Da kann man auch in einen gewissen Wahn reinfahren, weil man meint, es wüsste was. Das Jüdische zum Beispiel, wenn ich hier Itzhak Luria Akademie nehme. Die dieses Programm mit dieser Abraham von Dunen, den ich mir jetzt ausdenke, der übrigens nicht anders sein kann, wie ich ihn mir ausdenke. Drum äußert der Brösel Udo immer wieder, ich durch den Brösel Udo, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, vorwurf, dass er genauso ist, wie er jetzt von mir gedacht wird. Ja. Bist du schon ich? So, und jetzt beobachte mal dein Programm. Mache ich schon, ja. Oder der schöne Zufall jetzt mit der Helga, jetzt machen wir mal wieder Uda-Helga-Gespräch, wo du mir kommst, diese Phasen in dem Helga-Buch deiner Interessen, Nahrungsergänzungsmittel, dann dieses, dann jenes, ich spiele ja immer ganz schön mit. Und jetzt kommst du plötzlich und sagst, ich habe was Neues entdeckt, Obertongesang. Ja. Aber Helga, wenn ich dir sage, in die 80er Jahre habe ich hier im Tonstudio schon mit Oberton als Udo jetzt in meinem Leben. Und dann mache ich so spaßhalberweise, und dass du hier mit den Feuerzeichen, wo du mir erzählt hast, hier, dass du jetzt einen Obertonlehrer hast und mit Feuerzeichen
Und dann sage ich, ja, wenn das trainieren willst, das ist sehr wichtig mit den Stimmorgane. Das ist ein Thema, wo ich immer wieder leicht an, mit dem M, Mund aufmachen, das N, was ich dir erklärt habe in unserem letzten Gespräch, dieser Schließlaut. Und dann habe ich dir ganz kurz ich gesagt, ich stelle da mal was rein, hör dir das an, dann kannst du es mal probieren, ob du Obertöne hinkriegst. Und da stelle ich dir das Video rein und du bist total entsetzt und du sagst, das ist mein Lehrer. Ja, ich hab, bei dem war ich. Der hat diese Stimme. Hat richtig? Der, hast ja. Du, wusste ich aber gar nicht als Udo. Ich weiß es. Ja, ja. Ich weiß es. Da muss man dann eigentlich schon immer diese schönen Zufälle. Ja, aber ich vernehme es ja in mir und dann fange ich ja an zu. Das ist, du kannst, das ist ja das Schöne, dass du eigentlich zum Träumen nichts tun musst. Du musst es bloß geschehen lassen. Genau so, ja. Darum geht es. Man muss es nur geschehen lassen, was aber dein Ego ständig verhindert. Ja. Ja. Man muss die Auflösung geschehen lassen. Das ist ein Problem vom Udo. Ich kann sie loslassen mit dem Udo-Programm. Ich spiele sehr gern oft, um euch was vor Augen zu führen. Aber wo ich wirklich ein Mango ist, ist immer wieder, du weißt, selbst Gott ist, es gibt immer ein Gegenteil. Selbst Gott ist nicht allmächtig. Er kann nicht machen, dass er nicht mehr Gott ist. Richtig. Und es ist immer wieder, wenn ich sage, selbst wenn ich jetzt alles geschehen lasse, es sind immer noch Kleinigkeiten, die dann auch, wenn wir da tiefer gehen, und ich behaupte mal bei aller Bescheidenheit, keiner ist genauer wie ich selbst mit dem Udo-Programm. Das ist sehr willkommen. Ich habe Schwierigkeiten anzunehmen. Nicht, dass ich da sturköpfig bin, sondern es geht um Sachen, die über das, was man braucht, hinausgehen. Mhm. Und ich sage, dass die meisten von euch, jetzt mache ich Programme, ist ja nur ein Geist. Mit den meisten Programmen, die jetzt länger mit dem Udo zu tun haben, die wissen das. Vor allem, wenn sie persönlich mit ihnen in Kontakt sind. Ja. Aber es ist auch so eine Sache, wo ich dann die Stellen habe mit dem Predigen, brauche ich es eigentlich. Ich brauche es nicht. Meine Marion weiß das. Das ist mir sowas wurscht. Das ist ja nur Arbeit. Jetzt ist die Sache, lehne ich jetzt das ab, weil ich nicht wieder viel Arbeit haben will. Aber ich habe Freude. Die größte Freude, die ihr mir machen könnt, ist, wenn ihr anfängt, das immer mehr zu verstehen und zu leben. Und ich rede jetzt nicht von intellektuellen Begreifen, sondern vom Verstehen in dieser unendlichen Präzision der Schöpfung. Du lebst, erlebst natürlich nur deine persönliche Schöpfung und was du aus dir herausschöpfst, steht und fällt halt mit dem Intellekt, den du zum Denken benutzt, mit deinem blauen Ich. Und du kannst es extrem erweitern. Und du solltest eine feine Antenne bekommen in dem Moment, wo du was bekämpfst oder nicht haben willst. Dass genau dieser Intellekt, den du mein Wissen nennst, ich weiß doch, dass das die Quelle deines Leids ist, die du als Geist erlebst. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Das geht bis hoch zu die Gefühle. Und diese Gefühle werden nur durch Interpretationen und nicht einverstanden sein gesteuert. Ja. Und immer jedes, solange dir bewusst ist, dass du einseitige Ziele anstrebst. Das ist auch in Ordnung. Ich erkläre dir immer wieder, du lebst noch in der Welt der Perspektiven. Du siehst definitiv jetzt, egal ob auf der VR-Brille, denk an die Tasse, von 16, die dir bewusst sind, die du dir bewusst machen kannst, für jedes Objekt. Das geht natürlich dann noch weiter, aber dann ist es wirklich nur ein Chatbereich. Siehst du immer nur eine. Und dann ist dir klar, dass wenn es hell ist, auch dunkel ist, das ist so unsere Erdkugelbeispiel, das haben wir alles durch, dass es schon schwierig wird mit gesund und krank. Wie sehr ist in dir noch das Bedürfnis, wenn du Schmerzen hast, dass du gesund sein willst? Du musst dir bewusst machen, dass es nicht darum geht, von dieser krank in die Gesundhälfte zu wechseln, dass es wirklich dual, du bist nichts. Genauso, ja. Nur dieses Nichts erlebt was. Ja. Und du kannst durchaus was erleben, in einer Einseitigkeit, du brauchst ja immer den Unterschied, ohne dass du es erlebst. Das ist mein Beispiel, wo ich jetzt wieder versuche, in deiner Ebene, ich kann mich hinsetzen und kann Filme anschauen, die ganze Couleur, ich sage das immer wieder. Wenn du das verstanden hast, hast du mit dem normalen Leben weder mit den Tränen noch mit dem Lachen ein Problem. Mhm. Weil ich weiß, beim Film schauen kann ich mich freuen, mich reinfallen lassen, wie man das sagt, in den Film. Und dann kann ich mitheulen, mich kann es gruseln, ich kann Spannung erleben. Es ist aber keine Angst da. Es ist, wie ich immer sage, die ganze Belletristik vom Krimi über den Horrorfilm bis zur Komödie und den Liebesfilm, dem weh, schaurigen Schmerz von Liebeskummer, kann ich alles durchleben, ohne dass ich es eigentlich, wie soll ich sagen, ich erlebe das ja, die Gefühle,
So, wie wenn ich direkt radiere und dann doch nicht. Das ist jetzt kommen wir in den Bereich, der mit einseitigen Aussagen nicht erklärbar ist. Es muss die Angst weg sein. Am schlimmsten ist die Verlustangst. Ja. Die Verlustangst von Dingen, wo ich sage, es ist einmal, die lösen sich auf und zwar im Jetzt. Umso mehr du das trainierst, dir das jeden Moment bewusst zu machen. Ja. Das Kaputtgehen, wo ich so schön beschrieben habe. Dein Kopf muss kaputt gehen, er muss zerspringen. Ja. Jetzt denk wieder an das, was ich gerade mit den 11x11x11 dein gemacht habe. Da ist eine Riesensymmetrie drin. Das passiert mit jedem Gedanken, bloß du bist dann in den Extremen, in der Peripherie, das Ringsberry, das Ringsum, das du eigentlich in dir trägst. Das ist die Peripherie. Wörtlich übersetzt aus dem Griechischen. Man kann das Tragen, das Ferre, als eine Last tragen sehen, aber ich kann dieses Tragen natürlich auch als TR lesen, die erscheinende Berechnung, was ja das hebräische Wort Reihe ist. Ob man es mit 9 oder 400 schreiben, spielt keine Rolle. Und dann kommt AGN. Ich nenne das immer Agen von Alternieren, aber AGN heißt Becken. Das sind unsere Ballonecken, wo du reinschaust. Ja. Und da alterniert das ganze Spiel. Und das ist eigentlich jetzt, wenn ich sage hier, Ferre ist Tragen, das beginnt ja Ferre. Und jetzt können wir wieder reingehen. Was mir wichtig ist, du musst es nicht können, du musst bloß das tiefe Vertrauen haben, dass immer alles perfekt ist. Es ist, wie du immer so schön sagst, das Leben ist ein verdammter Test. So ist es. Aber manchmal ist es ja auch neugierig, weil es hat ja in mir gesungen. Es singt immer in mir von alleine. Ich stehe morgens auf, ist ein Gesang in mir. Es ist Reden. Reden ist schon Singen. Ja, das ist schon Singen, ja. Richtig. Alles, was tönt, ja. Alles, was tönt, ja. Alles, was ein Geräusch ist, alles. Ist im Hintergrund aufgebaut auf einer gewissen kosmischen Arithmetik. Das ist die kosmische Oktave, das ganze Spiel, selbst das ganze Universum, die sogenannten Sphärenklänge. Das sind alles Divisionsverhältnisse, Teilungsverhältnisse. Ja. Ganz einfach Divisionen. Ja. Das ist aber auch der Computer vor dir. Das ist, wenn du jetzt als normaler Brösel aus dem Fenster, aus den Augen rausschaust, was ja die Fenster eigentlich in einem gewissen Maß sind, die gar keine Fenster sind, sondern Monitore, da steckt das Wort Mono schon mit drin. Im Hintergrund ist das eine. Moni, das Moni Mono, wir bleiben mal im Griechischen. Wenn wir das jetzt hebraisieren, beginnt es jetzt erst einmal in der Grundrat XMN, Mahn, das Himmelsbrot. Himmelsbrot, ja. Das ist Manna. Und was soll mir leben? Du lebst davon, dass du zum Träumen anfängst. Dann wirst du zu einem Leben, zu einer auseinandergeschmissenen Bolan-Existenz. Die erste Urform. Das erhält dich am Leben. Und jetzt wird es langsam Zeit, dass wir in den siebten Tag gehen. Ja, scheiße. Jetzt kriegst du aber erst, wenn du im sechsten Tag diese einfache Regel hältst, du sollst nicht mehr sammeln, wie das bis zum Abend hält. Das heißt, sorge dich nicht um morgen. Du kannst dir nicht raussuchen, als wär du morgens wach wirst. Und du kannst dir auch nicht in irgendeiner Form hier dich ausschalten. Du wirst eingeschaltet und du wirst ausgeschaltet als Geist. Ja. Und in diesem Tag, in diesem Alltag, erlebst du was. Denk an das alte Beispiel mit der Seite 100. Ja. Und da ist permanent, ob du das, was du in dem Tag zu lernen hast, letztendlich kann man den wieder zusammenschieben, auf jeden Moment, dass du in jedem Moment was zu lernen hast und das Erste ist, dass du vor nichts und niemand Angst hast und dich über nichts und niemand aufregst. Dass du anfängst, jede Facette von dir zu lieben. Lieben, ja. Alles. Ja, weil ich alles bin, ja. Du musst dich eigentlich in einem gewissen Maß selber abbusseln können. Ja, ja. Aber in der Zwischenzeit mag ich mich schon. Das ist schon. Das ist es. Das ist die größte Form, wenn ich immer so meine Sätze mache. Du wirst schon sehen, wo du hinkommst, wenn du an dir, an dem, der du zu sein glaubst, aus welchem Grund auch immer rumnörgelst. Ja, das ist so. Weil dir dein Aussehen nicht passt, dein körperliches Aussehen, weil dir Wehwehchen nicht passen. Nee. Die Ursache für Leid ist nicht das, was du als Ursache ansiehst. Es ist es nicht einverstanden sein. Was muss ich wissen und tun, dass ich langsam lerne, einverstanden zu sein? Ich muss mein Wertesystem verändern. Und immer dran denken, wir erweitern das. Wir heilen nicht, indem wir von krank zu gesund wechseln, sondern indem mir indem dir bewusst wird, dass du all bist, dass du dieses Nichts bist, aus dem das entspringt. Ja. Theorie und Praxis. Ja. Das ist das, was es zum Üben gibt.
Und ich unterstütze dich, soweit es irgendwie geht. Und es ist ein reiner, wenn ich jetzt auch selbstlos sage, kann man das selbst rot und blau machen. Ich betone es immer mit Nachdruck. Wenn ich was mache, mache ich es für den, der mich ausdenkt. Und der denkt jetzt auch dich aus. Das ist dieses Ich bin du. Und jetzt lassen wir das dann gut sein. Ich kann also für alles, was ihr mir als Brüssel-Udo wohltut, werde ich euch tausendfach verzinsen. Was jetzt nicht ein Aufruf ist, dass ihr meint, ihr müsst ihn in den Arsch schmieren. Ich habe eh schon mal reduziert, sage ich, wenn ihr mir Freude machen wollt, die meiste Freude magst du mir, wenn du anfängst, dich an deinem jetzigen Leben zu erfreuen. Wenn du jetzt meinst, auf der unteren eine Dankbarkeitszuweisung, dann sage ich, reicht mir eigentlich, am liebsten ist mir was zum Essen, weil das Einzige, was wichtig ist, und selbst da muss ich mit meinem Udo-Programm mich eigentlich bloß immer ärgern, weil zu viel da ist, weil mir viele eine Freude machen wollen. Und alles andere ist für mich sowas von sekundär, ob das jetzt Kleidung ist oder ob das, ist mir wurscht. Wie ich immer so schön auf Fränkisch sage. Und darum sage ich jetzt auf Vergelt's Gott. Ja. Ich habe zu Helga gesagt, ich soll das weiterleiten. Mache ich, ja. Weil, ob ich jetzt was schreibe und natürlich meine Marion im Hintergrund als Pixelmännchen, jetzt von dir ausgedacht, wo war die ganze Zeit dieser Gedanke? Es ist das innere Herz, Helga. Es ist das Leben, ist ja ganz interessant, es beginnt ja schon mit, auch wenn man jetzt, ich mache immer bloß Leben, eine auseinandergeschmissene Polarität. Ich muss das noch loswerden, aber wir können ja auch hier LB vorne lesen, die ersten zwei Konsonanten Leb und Leb, LB, also 30-2 heißt ja Herz. Jetzt können wir immer, meistens mache ich das Herz, HRS, die Erde, aber das machen wir jetzt einmal rot. Und du wirst dann auch feststellen, in den Hebräischen viele absolute Wörter für einen absoluten Geist nennen auch das Herz. Et symbolisch. Und das N hinten heißt ja ihr in Bezug auf Frauen, auf logische Systeme. Euer Herz als Geistesfunken. Das ist der, den du jetzt die ganze Zeit zuhörst. Und du wirst feststellen, der kann in unendlich vielen Stimmen in dir sprechen. Solange du nur ein Programm hast, wenn du sitzt und grübelst, immer wieder, wenn man in Ich bin du reingeht, wer spricht eigentlich in dir, wenn du über was nachgrübelst oder wenn du ein Buch liest? Und jetzt war einfach der, der schaut, und dann sage ich in Ich bin du schon, komm dir, wenn du Ich bin du liest, dann sagt das Buch zu dir, das Buch sagt ja nichts, das ist ja stumm. Du schaust die Schriftzeichen an, dann sprichst du selber. Wer spricht jetzt eigentlich? Kommt dir die Stimme bekannt vor? Dann sagst du, ja, das ist meine Stimme, ich denke das ja. Okay, gut, das ist ein Sprecher, das ist ein Lautsprecher. Aber jetzt muss ja einer da sein, der das hört. Wer hört jetzt das eigentlich? Ja, ich. Merkt ihr, das sind zwei Seiten. Du bist weder der, der spricht, noch der, der hört. Aha. Und du bist beide. So ist es. Du bist weder Wellenberg noch das Wellendal, sondern beide gleichzeitig. Beide gleichzeitig, ja. Jetzt kommst du in den Bereich, wo ich dich hinführe, wo du eigentlich schon im Meer bist. Du warst nur nie woanders, du hast es nur vergessen, weil du dich aus dir selbst herausdenkst und vergisst, wo du eigentlich hergekommen bist. Aufgrund deines Schwamminhalts sagst du, ich wurde in der Vergangenheit von einer Trockennasenappenweibchen geboren. Ist der Gedanke jetzt, den du denkst. Könntest du es beschwören? Du weißt, wie oft ich das wiederholt habe. Wenn du das wirklich verstanden hast, hast du vor nichts und niemandem mehr Angst. Also, gute, danke. Ein herzliches, ja, das Herzlicht. Ein herzliches Vergelt's Gott. Ja. Schauen wir mal. Ja, Udo, ganz herzlichen Dank und ich werde es weiterleiten. Das macht es. Und lieben Dank auch nochmal von der Marion. Ja, tschüss. Und nach Marion liebe Grüße und danke, danke. Wir haben zu danken. Wir haben zu danken für uns. Tschüss. Tschüssi, danke.